Hallihallo, hier ist mal wieder Corazo und wir sind zurück in Elex. So, wir wollten nochmal mit Ragnar sprechen, wie wir uns bis jetzt so geschlagen haben. Haben wir wieder ein paar Quests gemacht, die in seinem Interesse sind. Oh. Wie viel Kontakt habt ihr mit den anderen Ländern? Wir wollen so wenig Kontakt wie möglich, dennoch lässt es sich nicht immer vermeiden. Zumal wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, unsere Weltenherzen auf Magalan zu verbreiten. Da versteht es sich von selbst, dass sich die Wege aller Gemeinschaften kreuzen. Was versprecht ihr euch davon? Die Menschheit vor dem Abgrund zu bewahren. Nur mit Hilfe der Weltenherzen kann diese Welt wieder geheilt werden. Sie hauchen der toten Erde wieder Leben ein. Aber anstatt, dass die anderen Gemeinschaften uns gewähren lassen, machen sie uns das Leben schwer. Wie kommst du darauf? Ich habe schon seit Wochen nichts Gutes von unseren Männern in Abessa oder Tavar gehört. Dabei habe ich ihnen extra eine schlagkräftige Eskorte zur Seite gestellt. Scheinbar war das nicht genug. Vielleicht willst du dich ja dieser Aufgabe annehmen. Alles klar. Ich sehe mich nach deinen Männern in Tavar und Abessa um. Rüste dich aber vorher gut aus. Eine innere Stimme sagt mir, dass es Ärger geben wird. Gerade die Outlaws sind unberechenbar. Mach dich also auf einiges gefasst. Okay. Wie kann ich die Weltenherzen finden? Wie gesagt, eines ist in der Wüste von Tavar und eines im Hochland von Abessa. Halt in der Wüste nach einer Oase Ausschau. Um das Weltenherz in Abessa zu finden, halt dich einfach südlich der Kuppelstadt. Ja, das müsste ich eigentlich schon kennen, ne? Ich bringe Neuigkeiten aus den Außengebieten. So, was gibt es zu berichten? Ich bin bei Thorgal im Norden gewesen. Hat er die Situation im Griff? Ist das Weltenherz noch intakt? Der Posten könnte ein paar mehr Männer zur Bewachung vertragen, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Dann nehme ich an, es gab Verluste. Bedauerlich, aber nichts Ungewöhnliches dieser Tage. In jedem Fall danke ich dir, dass du mir Bericht erstattet hast. Nimm dies als Entschädigung. Yay. Was meine Unterstützung angeht. Wie mache ich mich? Angrims Test hast du bestanden. Yay. Das war gut. Born sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Ach, meine diese Liste. Außerdem bist du ihm bei der Ernte zur Hand gegangen. Gute Arbeit. Jora meinte, dass du ihn nicht wie gefordert mit Maschinenteilen versorgt hast. Das hätte besser laufen müssen. Du hast bei den Werkern wohl Eindruck hinterlassen. Ornir sagt, du warst ihm eine große Hilfe. Meine Frau weiß nicht, was sie von dir halten soll. Kein gutes Anzeichen. Wenn mich nicht alles täuscht, hast du einen Kleriker enttarnt und ihn seiner gerechten Strafe überführt. Sehr gut. Du hast mir bei der Sache mit Irdor geholfen. Das muss ich dir lassen. Einige meiner Männer behaupten, du hättest das Schwert von Erik Eisenfaust gestohlen. Ach Quatsch. Sie können es zwar nicht beweisen, aber Fremden gegenüber sind sie stets misstrauisch. Eine große Hilfe scheinst du bei der Geschichte mit dem verschwundenen Elex ja nicht gerade gewesen zu sein. Alles in allem bin ich zufrieden mit dir. Die Stimmung ist um einiges besser geworden. Hier, ich will ja nicht undankbar wirken. Diese Summe sollte entsprechend reinvestiert werden. Oui. Sobald mir etwas einfällt, gebe ich dir Bescheid. Das könnt ihr auch später bereden. Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Und da du jetzt so viel für uns getan hast, sollte es dein Ziel sein, uns beizutreten. Ah. Denk darüber nach. Vielleicht lehren wir dich dann sogar eines Tages unsere Magie. Wir könnten Berserker werden. Aber jetzt erstmal nicht. Jetzt erstmal nicht, ganz ehrlich. Ich bin jetzt so ein bisschen, weißt du, so... vorsichtig. Ich überlege... Ach, sei ruhig. Ich überlege wirklich erstmal alles mögliche andere zu machen. Die anderen versuchen beizutreten. Ich schau mal nach den Quests für die Begleiter. Was da noch so offen war. Okay, hinten kommen wir eh nicht hin. Und da oben wohl erstmal
auch nicht. Das müssten wir eigentlich machen können, oder? Hochleistungs-CPU hier in der Gegend. Klingt eigentlich realistisch. Gucken wir später mal. Sie müsste eigentlich auch hier irgendwo in der Nähe sein, oder? Jo. Ist jetzt auch nicht so weit weg. Da könnten wir dann auf jeden Fall nochmal hingehen. Und hier wollen wir noch einige Köpfe rollen lassen. Aber die sind auch wieder sonst wo. Das lassen wir mal noch. Genau. Wartungsprotokoll. Hier oben. Ah, das dürfte hier wieder ein Konverter sein, ne? Okay. Nee, von dem Konverter dort. Das ist noch ein Konverter. Boah. Die sehen wir jetzt alle aus wie die Konverters, ne? Nur Aas in der Wüste. Müssten wir ja eigentlich. Da ist auch ein Konverter. So, hier sehen können. Die einzige Oase, die ich so grün sehe, ist hier. Könnte so da das Weltenherz sein. Würde den Sinn machen. Gut. Gehen wir erstmal unsere nette Dame besuchen, würde ich sagen. Dafür reisen wir zum kleinen Lager. Da sind eh meine Leute versammelt. Ich bin mir sehr sicher, dass ich hier die Monster eigentlich auch alle besiegt hatte. Ich glaube, die regenerieren sich wirklich im Laufe der Zeit einfach. Sag mal, kriege ich immer mehr so einen kleinen Beißer hier klein oder was? Ich muss irgendwas von der Schnellleiste mal setzen. Wegen Heilung. Ich denke bei diesem Kreuz immer an Heilung. Wir hatten irgendeine Heilpflanze hier ganz oft. Quickslot. 2. Okay, wenn ich Nahrung zu mir nehme. Wirklich, hier drüben. Wie kommt es jetzt nur da drauf, Mensch? Durch, Falken durch, den Gegner einer übergezogen. Na, sag mal. Geil, so. Da kommt da noch was an? Ja, ein Kritter. Au. So. Haben wir dich auch. Dann einmal schnell mal ans Speichern. Ich muss hier unten lang, oder? Blut. Und Knochen. Das ist immer sehr einladend. Auf jeden Fall. Hier scheint auf jeden Fall richtig zu sein. Da ist wieder ein Gegner. Hornwolf. Yep. Ja, dann greif doch mal an und besiegen wir auch. Stimmt, nur zu sagen, ich greife an und dann nichts zu machen. So. Muss ich was reinpfeifen wieder. So. Also ich weiß nicht, Selbstbegleiter, ich mag irgendwie. Ich mach zwar coolere Sprüche und so, aber irgendwie. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich hole mir dann wirklich einen anderen Begleiter. Würde gerne Kaya nehmen. Ganz ehrlich. Die wirkt irgendwie cool. Rettung. Alle haben sie die Rettung versprochen. Hey, da bist du ja.
Ich dachte schon, du lässt mich hier hängen. Ach, Quatsch. Geht's dir nicht gut? Du siehst so... Ja, ich weiß. Ich fühle mich auch furchtbar. Die Meditation in Abessa hat mich ziemlich mitgenommen. Es ist irgendwie, als hätte ich gar kein Gefühl mehr in den Knochen. Kein Gefühl, sagst du? Oh, du meinst also das Elex, ja? Verdammt, ich hatte vergessen, dass es diese verheerende Wirkung hat, wenn es nicht zu Mana umgewandelt wurde. Ich brauche unbedingt mehr pures Mana, um diesen Effekt abzumildern. Ich dachte, du wolltest zu einem Weltenherz. Ja, richtig. Ich habe es nicht ganz bis dorthin geschafft. Aber jetzt, wo du da bist, können wir ja zusammen dorthin. Okay. Wegen der Elex-Nebenwirkungen. Ja? Ich habe hier pures Mana für dich. Vielen Dank, das hilft mir sehr. Ich will nicht zur emotionslosen Maschine verkümmern. Ja, ja, alles gut. Dann lass uns gehen. Dann lass uns gehen. In Ordnung. Ich wollte eh mit Kaya reisen. So. Oh. Nicht gerade wenig Viecher. Na gut. Irgendetwas stimmt mit dem Ding nicht. Normalerweise wird ein Weltenherz von unseren Leuten bewacht. Dieses offenbar nicht mehr. Okay. Dann sollten wir uns auf einen Kampf einstellen. Auch größere Mengen Mana ziehen Viehzeug an. Nicht schlecht. Was ist das da jetzt? Und sagt man mir das nicht gleich, dass es ein Gegner ist? Alter. Wow. Ich weiß gar nicht, dass es sowas wie Banditen gibt. Ich mach gegen den einfach mal gar keinen Schaden. Dafür hab ich ihn jetzt umgehauen. Hö. Doch, so ein bisschen Schaden mache ich gerade. Ich mache sowas wie Schaden. So. Dann ist er auch tot. 150. Alter Schwede. Ein bisschen Brause hatte er dabei. Ring der Feuerresistenz. Sein Pfeil. Oh, die Truhe ist gar nicht verschlossen. Sehr schön. Kleiner Mana-Trank. Okay. Ist nichts Besonderes soweit. Energiespeicher. Lexit, Spind. Gute Teller. Gute Teller kann man nochmal gebrauchen. Ah. Elixit um. Großer Elixitbeutel sogar. Mensch, Mensch, Mensch. Das wäre irgendwas. Hier habe ich mich wohl verguckt. So, speicher mal. Das sind noch mehr Gebäuderuinen. Das ist aber, glaube ich, da, wo ich. Ah, das ist da, wo ich sie gefunden habe. Ein. Lol. Ein Ding weiter war der Bandit. Dann ist er nicht bemerkt. Ah, oh, alles klar. So, nichtsdestotrotz heißt das jetzt hier mal sich durch. Minen. Kann man die? Ja, kann man zwangslos lösen. Ja. Die habe ich für nicht wirklich bemerkt. Sind ja noch mehr, oder war es das jetzt erstmal? Schien es erstmal gewesen zu sein, okay. Dann hoffe ich mal, ich kann die hier so ein bisschen... Oh Gott, was kommt da jetzt für ein Vieh? Seht ihr das da hinten? Was ist das? Die andere Frage ist, warum kommt es auf uns zu?
Das macht du nicht ungestört. Ah, Mann. Nochmal an. Eieiei. Also, wir müssen wirklich erstmal ein bisschen heilen und alles. Haben wir eigentlich ein Level-Up? Ja, wir hatten ein Level-Up, stimmt ja. Ja, das war's schon wieder, was ich hier machen kann. Ja, speichern. Nichts, was ich jetzt gebrauchen könnte. Hier immer noch was. Ja, Feuerresistenz bringt mir jetzt hier ein Tischl auch wenig. Oh, ach, ja, wäre ja noch so ein Nachrichtding, ne? Letzte Nachricht oder irgendwas war doch da. Hilfe schreiben. Wir nur Hilfe aus den Höhlen im Gebirge, werden Monster Mutanten überfallen. Wir wissen die Erde, Angst leben, schon essen. Hubert. Okay. Radox Bericht. Okay. So, inzwischen haben wir was geheilt. Ja, ist auch schon mal wieder eine Menge. Haben wir schon mal. Okay, zwischendurch sind es auch wieder kleine Beißer sich gerade. Das ist auch gut. Starten wir mal in die Luft, bitte. Danke. So, das war schon mal das Kleinvieh. Speichern wir mal. Weil da oben ist noch ein ganz großes Böses. Da weiß ich nicht, ob ich das besiegen kann. Nicht mehr hier bewacht wird, ein Weltenherz. Das größte, was die Berserker jemals zustande gebracht haben. Sie machen die Welt für die Alts unbrauchbar. Ein Weltenherz nach dem anderen. Ja, und das, was sich Nachtschatten nennt, was sagst du dazu? Nur so als Frage zwischendurch. Ja, okay. Das tut mich fast instant killen. Fürchte, Kaya, wird es hier nicht wirklich besser gehen? Nein. Danke, dass du da warst. Achtung! Ich mag in dem Vieh auch keinen Schaden. Kann ich knicke? Nö, 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 du. Ich geh mal wieder. Das ist mir hier nix. Okay, Nachtschatten sind eindeutig zu fett für mich. Frage ist, wie schaffe ich das jetzt wieder? Gut. Speichern wir mal zwischen. Mal Quest.
Okay, da wird gar nichts markiert, wenn ich die Quest nehme. Hä? Achso, da ist dann. Okay. Muss ich jetzt einfach noch mit ihr sprechen oder was ist los? Nee, müssen wir wahrscheinlich doch wirklich irgendwie noch befreien. So Leute, ich muss die Folge mal wieder beenden. Das ist mal wieder viel Zeit vergangen. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst doch gerne einen Daumen da oder einen Kommentar. Würde mich riesig freuen und wir sehen uns bis dahin. Tschüss.